Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War, die Emperor Edition, mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir upgraden jetzt erstmal schnell noch unsere Einheiten hier. Das lohnt sich doch insgesamt. Wir haben schon sehr, sehr viel erreicht. Ach so, ja, hier die, da wollte ich mal noch ein bisschen warten, ne, mit der Armeetradition. Das war hier identisch, meine ich. Exactement. Ja, das hieß ja, da könnte man auch immer noch etwas warten und dann später dann bessere Traditionen nehmen. Wir gucken mal, wie das da läuft. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn nicht, wäre es auch nicht das Schlimmste. Du würdest ganz gerne noch zwei von diesen Legionärsschiffchen da mitnehmen. Salona kontrollieren wir ja sehr souverän. Ich würde auch sagen, fahr direkt mal noch hier bei. Ja, was machen wir noch? Krieg gegen die Dako-Thrakische Konföderation führen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, um die ich mich kümmern möchte. Da haben wir es aber nicht eilig, also alles noch ganz easy und gechillt. Ich guck mal gerade, es gab da noch irgendwo was, wo ich Gebäude bauen konnte. Ich kann eine ganze Menge Gebäude bauen. Die Frage ist, ob wir das jetzt schon wollen müssen sollen. Na, da war es genau. Norea sieht ganz gut aus, ne? 10 öffentliche Ordnung hier, das ist ja schon mal gut, ne? Eine Bibliothek ist gut. Und ein Schrein des Jupiter ist auf jeden Fall auch noch gut. Dann bauen wir das noch ein bisschen aus. Und dann könnten wir jetzt überlegen, wir haben ja 48 Nahrung, das ist sensationell viel. Ob wir das nicht vielleicht hier unten rein investieren. Also hier könnten wir dann 9 Nahrung zusätzlich ausgeben für einen Haufen Geld. Ich glaube, das machen wir auch. Das dürfte sich auf jeden Fall lohnen. So, jetzt haben wir auch ganz, ganz, ganz viel Geld zum Fenster rausgeschmissen. Oh mein Gott, ist das Scrolling auf der Karte gerade so langsam. Weiß gar nicht mehr. Das dauert ja 100 Jahre, bis ich dann da fertig bin. Ne? Hier wird gemustert. Fleißig, fleißig. Gut, gut, gut. Die Getula werden vielleicht gleich noch Neu-Karthago einnehmen. Das ist recht interessant, ne? Also, ich muss aber jetzt ganz ehrlich sagen, wenn man hier mit Antonius spielt, ist es relativ einfach. Man kann viel abwarten und das habe ich jetzt auf jeden Fall gemerkt. Man hat auf jeden Fall genügend Zeit. Es ist nicht so wie bei Antonius, ja, also der ist ja komplett gewickelt, ja, da geht ja nichts mehr, ne, also der ist perdu, ja, da können wir nachher versuchen, die ganzen Sachen wieder zurückzuerobern, die der Antonius da verloren hat. Ja, bitte, die Armeetradition, die lassen wir mal ganz kurz noch außer Acht, gucken wir mal, ob wir da nicht was Besseres noch kriegen. Ja, Antonius, mach du mal dein Geschäft hier. Ja, und das ist jetzt halt ein bisschen doof, ne, also eigentlich, ich habe ja schon angekündigt, ich werde das nicht komplett zu Ende spielen, weil das werden ja hunderte von Parts. Keine Chance. Keine Chance. Die sind sowas von im Eimer. Naja. Nee, also die sind wirklich sowas von im Eimer. Da können wir auf jeden Fall noch etwas mehr Krieg riskieren. Es wäre für uns alle gut, wenn wir von heutigen Tag an Handel. Die Steppenhorde. Nun? Ist das eine Steppenkonföderation? Zumindest sowas in der Richtung wahrscheinlich, ne? Machen wir mal. So. Ach, guck mal da, unsere... das war doch die... Ich muss jetzt überlegen, es ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, das war die Queen of Fails. In Veniam Viam, ich werde einen Weg finden, haben wir erfüllt. Wir kriegen 10.000 Denare, das ist schön. Und die nächste Mission unterwerft 11 verschiedene Fraktionen, indem ihr sie zum Klientelkönigtum macht oder ihre letzte Siedlung erobert. Wer Victis, wehe dem Besiegten. Ein Spruch, der bezeichnenderweise nicht von einem Römer stammt, auch wenn es natürlich in Latein überliefert ist, sondern von einem, ich glaube, er war Kelte, namens Brennus. Ja, ich glaube, wir machen mal, wir ziehen mal hier auf jeden Fall weiter. Die Römer waren total am Ende, haben also Rom war schon besiegt und man hat sich dann gütlich geeinigt. Ich weiß nicht, Brennus hat irgendwie gesagt,
gebe mir halt das Gewicht von einem Ochsen oder von einem Pferd in Gold oder irgendwie sowas, also eine Irrsinnssumme, die aufgewogen werden sollte. Und im Anschluss darauf, ach, schau mal da, die wird schon belagert. Das finde ich jetzt gerade aber nicht so geil, denn die wollte ich ganz gerne noch haben. Wer belagert es denn gerade, die keltische Konföderation? Weil ich habe ja jetzt, ah nee, warte mal, doch, hier, da, ne? Ich könnte das Ding halt noch belagern. Ich glaube, wir machen das dann auch. Ja, und Brennus hat dann gesagt, ja, gebt mir also das Gewicht von einem Pferd oder von einem Ochsen oder irgendwie sowas in Gold aufgewogen. Das wurde dann auch getan. Und als dann die Römer sich zusammengefunden hatten, um dieses ganze Gold in eine Waagschale dann zu werfen, ist Brennus dann hingegangen und hat wohl offenbar gesagt, wer Victis, also wehe den Besiegten, und hat dann sein Schwert auch noch zu diesem Ochsen dazugelegt in die Schale, so viel, ne, dass der Sieger kann dem Besiegten auch einen ungerechten Frieden aufzwingen. So wurde das zumindest damals verstanden. Du wolltest dich eigentlich auch hier weiter rumtrollen, ne? Troll doch mal ein bisschen hier. Ja, also, wie wär's denn, wenn ihr Samisegetusa nehmt und ich krieg hier Singidunum? Das wäre irgendwie cooler, Ladies. Ich kann die Siedlung jetzt auch gar nicht mehr angreifen, ne? Ah ja, gut, dann belagert das Ding halt einfach mal. Okay, dann macht das. Dann zieht da mal euer Ding durch, belagert das. Vielleicht verlieren sie das sogar und dann kann ich das wahrscheinlich gleich noch schaffen. Wir haben Bevölkerungsüberschuss in Etzis Alpina. Aber da warten wir auch noch. Ich baue als erstes immer ganz gerne diese Hauptkette aus. Jetzt haben wir so viel Geld. Ich bin aber noch so ein bisschen... Bin aber noch so ein bisschen geizig mit der Nahrung momentan. Ja, Rom müssen wir allerdings ausbauen. Also da bin ich jetzt ganz schwer dafür. Weil ich meine, es ist halt Rom, ne? Also... Ermöglicht die Rekrutierung von Gladiatoren, Speerkämpfern und Gladiatoren. Hihihi, coole Sache. Ja, wir bauen auch die Gladiatorenschule aus. Auch wenn wir es nicht brauchen, ich mache das jetzt aus Gründen des der Spielmechanik. Damit kennst du es alles, Moral und so weiter, brauchen wir eigentlich nicht hier. Das kannst du auf jeden Fall ausbauen. Gerade gucken, Legionärskraft wird, ja. Ja, noch so ein paar Infanterie-Rekruten, oder? Vielleicht brauche ich bei Lepidus tatsächlich noch Militärzugang, ich weiß es nicht. Der hat ja eigentlich auch nur noch diese Provinz hier, ne? Also da, ansonsten loost er ja echt auch alles, ne? Das macht's echt ein bisschen schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich sehr, sehr interessant ist, diese Kampagne weiter zu spielen, weil man doch wirklich sehr viele Entfaltungsmöglichkeiten hat. Also gerade mit Octavian. Achso, was machst du denn? Warum habe ich dich denn nochmal auf den Weg geschickt? Das müsste mir nochmal jemand gerade verklickern, das habe ich vergessen. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Ja, also man hat ja doch sehr viele Möglichkeiten hier, sich zu entfalten und so weiter und zu taktieren etc. Es ist aber auch auf jeden Fall sehr, sehr langwierig und ich werde, glaube ich, jetzt kein 40-Part oder... Erinnert ihr euch noch an meine Kampagne mit den Julian in Rom 2? Die ging ja, glaube ich, über 90 Parts oder waren es sogar über 100? Aber es waren auf jeden Fall 90 Parts plus noch ein paar gequetschte.
So, dann gibt es nochmal Spiele für das Volk und dich erforsche ich jetzt. Waffenbeherrschung und so weiter. Gut. Ich habe mir übrigens einen Kaffee eingeschenkt, da trinke ich mal gerade ein Schlückchen. Varro ist nüchtern geworden. Also jetzt nicht im Sinne davon, dass der jetzt nicht mehr besoffen ist oder dass er vorher dauerstrack war. Wie kann ich euch dienlich sein? Sondern ich glaube, da geht es eher um eine nüchterne Charaktereinstellung. Geh mit denen schon mal hier hoch. Ich glaube, hier oben kann ich die auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja, da würde ich dann doch ganz gerne auf diesen Stadtschildmacher warten. Aufgebrachte Bevölkerung. Um Gottes Willen, wir werden sie nie wieder in den Griff kriegen. Halt. Einmal die Latrinen. Aber die Gladiatorenschule. Das ist ja so unser Standard, ne? Okay, jetzt habe ich Ägypten getroffen. Ach, warum finden die mich denn Namen doof? unserer Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, sei. Abkommen mit Lepidus Rom. Ah, okay, gut. Ja, okay. Nee, das ist alles irgendwie. Da geht noch mehr. Ja, genau, du. Einmal bitte hier üben. Ja, ist egal. Übung macht die Meisterattentäterin. Wow. Unser Streiter hat ein Level gekriegt. Der ist ziemlich gut. Bam. Der Typ ist richtig, richtig gut. So. Ja, jetzt muss ich mal gerade gucken, habe ich mit dir so, brauche ich bei dir Militärzugang? Im Namen des Staates seid gegrüßt. Sprecht als Freund oder Feind, aber seid aufrichtig. Okay, du bist eine Pappnase. Sagen wir mal so. Macht nix. Geht ja alles, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir da alternativlos wären. Okay, gut, dann bauen wir erstmal nur eins von diesen Schiffchen. Okay, gut, ja klar, weiter, natürlich. Ja, wir haben Zeit. Mal gucken, wie lange ich hier noch machen werde. Ich weiß es echt noch nicht. Würde gerne noch mit einem weiteren Let's Play-Projekt starten. Ansonsten lasse ich euch einfach mal drüber abstimmen. Könnt mir ja schon mal schreiben, wie lange ich hier noch weiter spielen soll. Also ich sehe halt jetzt so langsam Part 20 auf mich zukommen. Und es ist ja auch so, dass ab 20 Parts gucken es ja auch nicht mehr so viele Leute, ne? Also es ist halt auch, ja gut, aber in allererster Linie ist für mich entscheidend, ob ihr das wirklich noch alles sehen wollt.
So, Singidunum ist freigeboxt worden oder wurde geplündert. Ja, wurde geplündert, okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann nehmen wir das jetzt ein. Das war jetzt relativ easy. Ja, machen wir schon was Militärisches hier. So. Hier war vorher noch eine Armee in der Nähe. Oh, sie hat ein Level gekriegt. Ja, ja, es ist schwieriger geworden. Es ist schwieriger geworden. Also vorher gab es dann doch eher Möglichkeiten, hier gegen die Rebellen vorzugehen. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so einfach. Gegen diese Edzbacken, gegen diese Fullstack-Armeen vorzugehen, das ist jetzt nicht mehr so einfach. Da ist das Spiel dann doch deutlich schwieriger geworden. So. Antonius hat Cordoba zurückerobert. Interessant. Lepidus, meine ich. Tja. Also gut, ich meine, die Sache ist jetzt halt die, wir könnten entweder hingehen und, mal hier diese Steuersatzverwaltung. Ja, wir könnten jetzt halt hingehen und diesen Krieg gegen die Getula weiterführen. Das ist halt schon machbar. Ich grüße euch, wie es eurem Rufe gebührt. Und nun sprecht gerade heraus, damit wir verhandeln können. Also für Geld kriegt man das ja in der Regel ganz gut hin. Ja, das machen sie noch nicht. Okay, gut. Vielleicht wurde das auch mittlerweile schon rausgepatcht. Ich weiß es gar nicht. Ja, mach mal weiter. Also jedenfalls ist es jetzt momentan blöd, gegen Lepidus hier zu kämpfen, ne? Wäre irgendwie auch nicht so sinnvoll. Ja, wollen wir dann langsam Frieden machen mit den komischen Darkern? Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal noch ein bisschen. Also die kommen auf jeden Fall bei uns ins Territorium halt rein, ne? Da sollten wir dann doch was gegen machen. Politische Intrige, Attentatsversuch, andere Häuser. Auf Octavian. Aber er wurde offenbar verletzt, ne? Murena wird es dann in die Hand nehmen. Ja, dann schauen wir mal gerade. Das ist ja relativ schwach. Da können wir bestimmt auch was machen. Gut. Ich finde, ich habe nicht versagt. Schade. Mein Können steht euch zur Verfügung.
Unheil. Schade. Und was hast du jetzt gekriegt? Verstärkung dieser Armee nicht möglich, kann sich nur halb so weit bewegen wie üblich. Okay, gut. Dann sollten wir, ja, dann können wir immerhin noch eine schöne Schlacht machen, denke ich, ne? Greifen wir hier mal die Auserwählten an, hä? Ach, der kann jetzt aber dann, ach nee, das ist ja dann blöd. Obwohl. Nee, dann zieh dich zurück. Das ist ja Pup, das kommt. Ja, dann lade ich nochmal neu. Okay, gut. Also wenn das der, wenn der Gewaltmarsch dann darin besteht, dass ich noch ein halbes Feld weiterlaufen kann, dann lassen wir das an der Stelle. Und dann soll er lieber die Stadt angreifen und dann sehen wir noch eine schöne Verteidigungsschlacht. Das ist doch dann irgendwie auch ein bisschen cooler. Und dann soll er das anders machen. Cool, das bringt öffentliche Ordnung. Das bauen wir auch aus. So, hier bauen wir einmal ein Aquädukt und dann bauen wir hier noch, bauen wir einen Tempel oder bauen wir eine Bibliothek? Oder bauen wir eine Werkstatt? Ach, ich glaube, wir bauen eine Bibliothek. Und hier nehmen wir dann die Rüstung. Ich erwarte eure Befehle. Exakt. So. Dann schauen wir mal hier noch in unsere... Wow, da hätte ich jetzt beinahe das Falsche ausgewählt. Patrouilleüberfall. Nee, dann nimm den Vorteil mit den Bewegungspunkten. Moment mal bitte. Okay, da bin ich wieder. So, ich glaube, ich wollte mir da nochmal die Städte ein bisschen angucken. Gehen wir sie noch einmal durch. Hier wollte ich auch eine Bibliothek bauen. Es kostet halt alles Nahrung. Es ist echt merkwürdig, ne? Man könnte jetzt natürlich auch sagen, Günner, geh mal hin und dann bau doch die Städte mal noch ein bisschen um und so weiter. Aber ich sehe es halt auch noch nicht so ein, hier die Städte jetzt so massig auszubauen. Aber mir fällt halt auf, dass die Kampagnen irgendwie immer länger werden. Also das fällt mir so insgesamt ein bisschen auf. Oh Gott, Hilfe, der Lepidus holt sich echt tatsächlich das hier alles wieder zurück, ne? Vielleicht müssen wir ihm dann doch einfach so den Krieg erklären. Ich weiß es nicht. Ja, wäre natürlich nicht so... Okay, weißt du was? Wir machen es mal... Wir bereiten es mal so theoretisch vor, ja? Wir bereiten es jetzt mal theoretisch vor. Ich weiß auch, dass das definitiv jetzt nicht die richtige Entscheidung wäre, einen Krieg mit Lepidus anzuzetteln. Aber vielleicht machen wir es wirklich einfach nur so, also aus Prinzip, damit wir halt noch irgendwann hier, wie du kriegst hier überall Verschleiß, was ist denn hier? Damit wir hier noch irgendwann fertig werden. Weil das wird ja sonst, also dann können wir wenigstens, oder dann kann ich zumindest sagen, okay, ich bin hingegangen. Und löst ihn da mal gerade auf. Weiß gar nicht mehr, was ich mit dem machen wollte. Ist ja auch egal. Da kann ich wenigstens so hingehen und sagen, okay, also ich habe den ersten Teil von Octavians Krieg gegen Lepidus und so weiter, den habe ich noch ein bisschen vorangetrieben und so weiter. Also dann kann man das zumindest mal behaupten. So, nächste Runde. Es ist aber witzig, also den Bürgerkrieg zu gewinnen bedeutet also jetzt erstmal auch wiederum nicht, also es ist nicht so wie in der vorigen Kampagne, ne, dass man dann also wählen kann, ob man jetzt dann, also da kann man ja sagen, ob man den Senat wieder einrichtet oder ob man dann doch irgendwie sich zum Primus Inter Pares aufschwingt oder ähnliches oder den Caesarismus.
durchsetzt. Gucken wir gerade. Waffenbeherrschung haben wir abgeschlossen. Gut. Handelsabkommen mit den Kimmern wurde aufgelöst. Oh, ich glaube, ich will Landwirtschaft pushen. Aber gucken wir mal gerade. 20% Wohlstand und 1 Nahrung in allen Provinzen. Das ist okay. Wohlstand durch Industrie. Oder Handel natürlich, ne? Ich glaube, nee, dann für so einen temporären Buff nehmen wir den Handel. Ach Gott, bringt doch nur 300 Kröten mehr, ne? Ja, okay, gut, alles klar. Also, einmal hier Vorräte vergiften, das hat geklappt, gut. Komm, versuch's mal da. Ist gescheitert. Okay, war erfolgreich, super. Dann können wir jetzt so eine Schlacht machen, weil ich denke dann, müssen aber eigentlich hier noch ein bisschen warten, bis die öffentliche Ordnung wieder so halbwegs hergestellt ist, ne? Ich lasse außerdem nicht so gerne eine Stadt zurück, die noch nicht wirklich ausgebaut ist. Das ist auch so ein bisschen doof, ne? Plus Bewegungsreichweite, bla bla bla. Dann erforschen wir dich noch schnell, dann haben wir den Bereich zumindest voll. Was brauche ich hier? Munitionslager. Mhm. Ach, das Teil brauche ich. Okay, dann machen wir das mal. 2 Runden ist ja auch super, super fix. Das können wir machen. Kriegen wir auch noch einen weiteren Bonus dadurch. Oh krass, Toledo ist zu den Rebellen übergelaufen. Okay, das mache ich automatisch. Wir haben den nächsten Imperiumspunkt erreicht. Kranker Scheiß. Was ist das da denn? Das reißt du mal ab, da kommt ein Tempel hin. Machen wir gerade da die Steuern raus. Achso, das könnte ich mal gerade noch gucken. Ah, da war was. So. Du warst keine Steuerprovinz. Moment. Wir kriegen 3 Nahrung mehr, verzichten dafür aber auf 400 Gold. Ne, dann lass mal die Steuern drin in dem Teil. Ja, hier muss ich auch noch ein bisschen warten. Ne? Es wird sich ansonsten ja auch lohnen. Oder warte mal gerade. Minus 10. Ja, ne, das ist zu wenig. Öffentliche Ordnung. Das geht nicht. Also in 2 Runden können wir da das Teil aufwerten. Mit allem anderen bin ich ja soweit happy, ne? Ich brauche ja auch, brauche eigentlich jetzt nicht wirklich hier viel mehr Truppen und so. Da stehen wir ja eigentlich schon gut da, ne? So, ich greife noch nicht die Getula an, weil, dann lasse ich mir ein klitzekleines bisschen Zeit mit. Oh, warte mal, ich habe so viel Geld übrig. Kann ich doch jetzt vielleicht mal gerade bei Numidien anfragen. Wie es eurem Rufe gebührt. Und nun sprecht gerade heraus, damit wir verhandeln können. Ja, anbieten. Wenn ich dir alles Geld gebe, was ich habe, machst du das dann? Nee, macht er nicht, ne? Okay, gut, die sind dann offenbar zu treu, würde ich mal sagen, ne? Die finden den Lepidus ultra geil. Oh, ich muss mal niesen. So. Ähm.
Verwundet natürlich. Wacho ist halt jetzt unflätig, ne? Hat eine gebildete Ehefrau. Ach, wir befördern hier mal ein bisschen. Gibt's gleich den nächsten Bürgerkrieg? Haben wir wenigstens noch ein bisschen Action, ha? Kann natürlich sein jetzt, dass die gleich alle dann zur gegnerischen Seite überlaufen. Also einer hat mir auch schon berichtet, dass der Varro oder wer, nee, Moment, der Agrippa, genau, dass der Agrippa zur Gegenseite übergelaufen ist und so ein Quark, ne? Das ist ja auch saugenial, einfach nur. So, aber ich teste das jetzt einfach mal. Du hast eine betrunkene Ehefrau. Minus 1 Gravitas pro Runde. Plus der öffentliche Ordnung pro Provinz. Ach ja, dann ist das ja gar nicht so schlecht, ne? Schau mal gerade. So, wie viele Posten kann ich denn hier überhaupt vergeben? Die andere Seite hat nur 19% Einfluss, obwohl die überhaupt nichts mehr haben sonst. Ey, egal, nächste Runde, gucken wir mal rein. Gibt's den nächsten Bürgerkrieg oder doch nicht? Ja, genau, zieh dich mal zurück mit deinen Truppen. Dieser miesige Tusa ist übergelaufen zu einer anderen Fraktion. Unsere Agenten wurden entdeckt. Okay, beherrscht eine Technologie der Kategorie Philosophie. Ich lasse mir nur vorschreiben, was ich forsche. Ich glaube, es hackt. Was ist das jetzt? Ich nenne sie mal die Aria. Schauen wir mal weiter. Unzufriedenheit, aufgebrachte Bevölkerung, okay. Dann haben wir hier öffentliche Ordnung durch eine Bibliothek und eine Latrine. Und hier haben wir das ganze Zeug schon. Das ist ja schon ganz gut. Hier wird die öffentliche Ordnung auch wieder ein bisschen besser. Das ist ja schön. Dann kannst du mir mal gerade sagen, in Toledo, da machen wir dann noch hier ein Tempelchen. Cordoba können wir auch noch ein bisschen warten. Ich denke auch, dass wir zuerst die Getula angreifen und dann erst den Lepidus. Ich muss mal gucken, wie ich den Part hier zurechtschneide. Ich werde das nicht alles am Stück hochladen, denke ich. Oder, könnt mal gucken. Ich glaube, ich nehme auch eine halbe Stunde auf. Könnten wir jetzt eigentlich auch einen Schnitt machen ansonsten. Das machen wir mal, Leute. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zugucken und freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann sage ich, macht's gut, pax, vobiscum, valete.